Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2 Ranked. Ich habe schon Spiele gefunden. Wir sind auf Arabien endlich mal hier wieder, ne? So schön, toll. Und sind wieder die Guten, weil die finde ich gerade so geil einfach. Die machen richtig Laune und gehen direkt in die Runde rein. Mal keine Arena. Das ist mal interessant. So, gut. Ja, muss ich noch bereit drücken? Dann können wir auch starten, bitte. Na komm schon, komm schon. Ja, ne, übrigens nochmal hier, ich meine, es steht auch im Titel drin, eigentlich brauche ich das gar nicht sagen, aber ich habe halt 1056 Wertung jetzt gerade, also wir sind am Steigen wieder, was ich auch gut finde. Ich hoffe, es bleibt auch so auf dem Pfad. Wenn wir jetzt jede Runde immer um 30 Punkte steigen, wäre schön. Gegen die Mongolen. Das könnte jetzt gar nicht mal so schlecht sein, weil da sehr viel auf Mango Dice später gehen kann. Ja, Buwe, hey, Buwe. Ja. Buwe. So, super. Ja? Heiße? Zwoche. Du gehst ganz kurz einmal außen rum. Zwoche. So. So? Heiße? Wo gehst du denn hin? Was war das denn jetzt für ein Move? Also, Mädel, ich bitte dich. Bist verwirrt, oder was? Da ist unser erstes Schweinchen. Diesmal vergesse ich das nicht. Das war so bitter, Mann. Weißt du, in der letzten Runde, am Anfang ich so, was muss ich machen? Ja, war schwierig. Das war auch echt dumm. Ja. So, das haben wir. Ich glaube, da oben ist ein bisschen Holz. Also als richtiges Blöckchen. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Unser Main Gold ist ein bisschen in die Mitte rein. Das finde ich nicht ganz so cool, ehrlich gesagt. Aber tut auch nicht so weh, also ist schon okay. Wobei, ist schon ziemlich kacke eigentlich, ne? Bereite. So, du machst da schon mal eine Hütte. Uwere. Und dann... Ja, wobei, das Holz, was hinten ist, nehmen wir uns für später auf. Super, dann machst du da mal ein Holzlager. Wobei... Ah, da dachte ich mir schon. Es wird wahrscheinlich Richtung Kartenende gehen, dachte ich mir gerade. Und das tut's auch genau. Hey, ja. Perfekt. So, einmal noch ganz kurz außen rum rödeln hier. Dann haben wir das auch schon geschafft. Mehr Dorfbewohner natürlich. Sehr schön. Da ist noch ein Schaf. Danke. So, einen brauchen wir noch. Ja, Holzer. An Holz. Könnt ihr mal... Ah, ich wollte gerade schon sagen, mal Nahrung abgeben. So, der nächste geht jetzt hier an Schwein. Da haben wir die nächsten Schafe. Sehr gut. Zack. 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 Und zack. Sehr gut. Du holst dir das da. So, einfach weil es geht. Ich hab's ja umsonst quasi. Also von der Zeit her, meine ich. Ja. So, 3, 2, 1 und auf geht's. Ja, das ich soll. Bereite. Bereite. Zack. Geh du mal einfach ganz kurz. Weißt du was? Geh mal ruhig Autoscouten, ist okay. Dann kann ich mich mehr hier drauf konzentrieren. Und, wo ich Gegner auscouten wäre schon. Na, wobei, nee, geh mal ruhig zum Gegner lieber. Geh mal da gucken, was so Sache ist. Hey, ja? Woche. Hey, Jäger. Scheiße. Ja. Da war ich schon eitel, Mann. Aber du geht wieder auch schon rum. Hier, was machst du denn, Mann? Boah, bist doch wohl eine Pfeife. Ich pack's nicht, Mann. Du bist du eine nutzlose Erscheinung. Ist natürlich alles nur Spaß, ne? Nee. Danke. So, den nächsten schicken wir da dran. Hey, ja. Du kannst aber schon mal ganz kurz das nächste Schweinchen holen hier. Bereite. Jäger. Zack, für neuen Dorfbewohner und so. So, da bitte einmal das hier machen, dann da dran gehen, da geht da dran, super. Scheiße. Das ist gar kein Problem. So, du gehst da mit dran. Nein, andersrum. Okay, da ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Eben kurz nach ihm suchen gehen. Die Schweine haben wir auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal gut. Ich habe so oft das Verlangen, einfach zu speichern, ne? Oder speichern zu wollen. Das geht aber gar nicht, denn. Ja, es war. So, ein Haus, wir sind bei 18. Ich hätte es eigentlich woanders hinbauen wollen, aber ist jetzt gerade egal. Ich hätte es eigentlich da beim Schwein hinbauen sollen, ist scheißegal. Passt schon. Woche. Woche. Da ist er ja. Guten Tag, die Damen. Hallo. Oh, er hat sich ein bisschen Schwein gesammelt.
Da hat er Schwein gehabt. Bereite. Hey, ja. Rete. Woche. Haha. Ich geb dir auf Fräse, Mann. Das ist Eitelzeit. Aber richtig leckere Eitelzeit. Naja. Ist doof, wenn man kein Holz hacken kann. Das muss nämlich, das wird mich so nerven. Schön mal ihn reingeben und scouten. So, nochmal zwei Dorfbewohner. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Die schicken wir dann schon mal an Holz. So, was müsste jetzt reichen eigentlich hier an Nahrungssammler? Ja. Heiße? Nein, du nicht. Ihr könnt schon mal jagen gehen. Wo sind die denn? Hab ich gleich gefunden. Wo sind denn meine Rehe? Ho. Ah, da links sind sie. Okay. Dass ich soll. Ihr könnt schon mal dahin gehen. Buvere. Jägere. Gönnt euch. Bereite. Zwoche. So, hey, und vier gehen mit an Holz. Komm schon. Danke. Perfekt. Heiße? Das war. Buvere. So, du machst schon mal zwei Häuser Buvere. Dahin. Holzer. Perfekt. So, bevor der in die nächste Zeit geht, können wir den nochmal ganz kurz ein bisschen mobben. Immer schön draufhauen. Aber nicht hier drin stehen, weil sonst macht er nachher irgendwie einen dummen Scheiß. Wollen wir ja auch nicht. Das ist okay, du kannst ruhig schlagen. Weißt du nicht, was das Geile daran ist? Du eidelst dann mit den Dorfbewohnern. Das kostet dich. Steh ruhig rum. Das ist fein. Nein, ich eidle dir selber. Ja, hey, das ist so verdient eigentlich, na, aber ist egal. Scheiße, Mann. Das habe ich nicht kommen sehen. Egal. Ja. So, es reicht auf jeden Fall ein Holz. Räte. Und kommt da bitte wieder her. Ihr macht auf jeden Fall schon mal den hier. Und drei von euch gehen hier rüber. Du machst gleich eine Schmiede, du machst gleich ein Dingens. Und Felder könnt ihr schon mal machen. Die setzen wir weiter nach da unten, würde ich sagen, ungefähr hin. Ja. Zack. Und zack, haben wir die beiden schon mal. Dorfbewohner nachproduzieren. So, mein Scout hat zwar Damage bekommen, ich weiß, aber das hat ja auf jeden Fall gut Zeit gekostet und war bestimmt richtig nervig. Deswegen habe ich auf jeden Fall mein Ziel erfüllt. So, Gold haben wir auch hier schon mal, was wir sammeln. Bereite. Das war. Aber geh ruhig an Holz, geh ruhig an Holz. Wir machen trotzdem recht Busgeschirr, mit die ja gleich Felder bauen können. So ist fein. Also bis jetzt läuft eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, Bereite. Rein von dem, was ich so vorhab. Ja, Holzer. Hey, das ich soll. Kein Holz, was los? Jungs, bitte. Hallo. Danke. Du wäre. Mann. Heiße, dass ich so haben wir 10 Stück davon, das ist gut. Ja, ja. Die eilt gerade rum, weil sie dumm ist. Keine ja. Ahnung. Hey, ja, dass ich soll. Du wäre. So. Ja. Ja, mich stört das nicht, wenn du hier bist, ehrlich gesagt, Kumpel. Hey, ja. Bereite. Ich würde aber trotzdem gerne eigentlich soll, gleich eine Kaserne direkt bauen, weil dies wird jetzt langsam wichtig, weil er mit Einheiten kommen könnte, theoretisch. Nur ich bin davon ausgegangen, dass er halt genauso ein bisschen boomen möchte, weil er halt Mongole Bereite. Ist. Bereite. Aber warum warst du am Eideln? Hä? Ach nee! Nicht der schon wieder. Hey, das war, egal. Dass ich soll. Bu wäre. Wir machen trotzdem noch ganz kurz ein, zwei Felder, weil die ja. sind gerade sehr wichtig hier. Bereite. Sucha. Bu wäre. So. Aber die Kaserne wäre schon sehr, sehr wichtig eigentlich. So, und jetzt kannst du eigentlich auf Autoscouten gehen, das ist okay. Den anfangs nervenden Dings, da haben wir gemacht. Das passt. So, zwei von euch gehen bitte noch mit an Holz. Zack, da ist ein kleines Büschchen gewesen. Das ist natürlich schade, aber ist egal. So, du machst da bitte eine Kaserne hin. Komm schon, bitte irgendeiner Holz abgeben. Das kann doch nicht so schwierig sein, meine Güte. So. Ihr geht bitte mit an Nahrung, aber ich habe nicht so viel Holz. Ich gehe erstmal da hoch. Ja, du wäre. Bereite. So, das du kannst schon direkt hier bleiben. Du wäre. Die schicken wir alle da hoch. Nee, mach doch nicht diesen, ihr Mädels, bitte. Was soll das denn, ja? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein hier. Bereite. Wo kommen wir denn da hin? Mach mal hier zu. Du wäre.
dass ich soll. Buvere. Einfach mal zumachen, ist schon gut. So, ist schon gut. Hey, ja, buvere. So, wobei, nee, machen wir die ruhig weg. Machen wir ruhig eine Schubkarre erstmal. Ja, ja. Buvere. Zack, noch ein Fälschchen da reinsetzen, super. Hey, ja. Holzer, buvere. Zack. Ja, Holzer. Und jetzt ganz wieder Felder umsteigen. Buvere. Schön die Echo nach oben treiben. Hey, du natürlich hey, nicht rumeideln, das gehört sich nicht, das ist unhöflich. Wir machen direkt schon mal ganz kurz ein paar Sperrkämpfer, zumindest 5 Stück, dass wir hier so eine Grundverteidigung haben, gegen einen eventuellen frühen Oh, wobei, hier hätte ich auch schön zumachen können, ne? Oh. Wisst ihr was? Kommt mal ganz kurz her. Ja. Gefällt mir schon fast noch besser. Heißt, dass ich soll. Buvere. Wobei? Buvere. Ist das dumm? Nein, was mache ich denn hier schon wieder? Ja, Scheiße, Mann, das ist das Buvere. Ja, Holzer. Das kann doch nicht sein, Mann. Wieso ist das? Warum? Wieso kommt mir das jedes einzelne Mal vor? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Mann, ey, immer eidel ich rum. Es ist unfassbar. Jedes Mal die gleiche Scheiße, Mann. Hey, das ja. Ja, bereit, ja. Das ist so, ich sag's noch, ne? Heiße? Hey, ja, ja. Ja, dass ich soll. Ja, er wird sterben. Weil ich nicht achtsam war. Super. Egal, Ritterzeit. Heiße? Ja, dass ich soll. So, zurück in die Arbeit, Leute. Bereit. Ja. Ihr könnt aber generell mal herkommen. Buvere. Buvere. Ja, das ist die Bure. Ja. Könnt ihr mal bitte angreifen gehen? Was ist das denn hier für eine Unhöflichkeit? Auch jetzt sterben die auch noch. Oh, nö. Ja, das ist die Bure. Heiße? Ja, das ist die Bure. Ja, das ist die Bure. Das ist ungünstig. Das ist ja. Buvere. Das ich soll. Buvere. Beeil dich, Mann. Buvere. Buvere. So ist gut. Ja, ja das war heiße. Egal, hat doch relativ gut funktioniert, glaube ich. Scheiße. So, zwei weitere zurückkommen. Das ich soll. Ja, das ja. Ich soll. Ja. Hey, Rete. Hauber. Ja, die hätten natürlich nach links. Was ist das denn? Ja, das Rete. Hey, ja. Ja, gut, jetzt krieg ich erseits ein kleines Tier. Ist okay. Das ich soll. Ja, das ich soll. Hey, ja. Buvere. Das ich soll. Rete. Buvere. Heiße? Schwierig. Das war fein, das ist fein. Wir machen direkt hier das. Ja. Und hätte ich rechnen müssen. Ja, das ist soll. Buvere. Ja, war klar. Jetzt mach doch mal bitte was hier. Meine Güte, das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, er wird sterben. Ah, ich verkacke hier. Ja, okay, sein Raid ist ein bisschen besser als meiner. Nur so ein Stück. Ja, das ich soll. Direkt mehr davon. Rete, Rete. Hey, Holzer. Hey, ja. Das ich soll. Buvere. Buvere. So, zumachen. Rete. Das machen. Dies war ja. Streitet. Ja. Ja. Es kann doch nicht. Wie dumm bin ich eigentlich, Alter? Rete, ja, Rete. Das ist soll. Das kann doch nicht sein. Was tue ich denn hier für eine Scheiße, Alter? Rete. Ja, also, wie ich es gerade hier micromanage, ist richtig einfach nur dumm. Hey, boah, es kotzt mich gerade so übel an, wie dumm ich hier Scheiße spiele, ne? Alter Vater, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ja, wie sehr mich das drauf nimmt. Unfassbar. Heiße? Heiße? Das ist doch nicht dein fucking. Boah, Junge! Das gerade bin ich wirklich so ehrlich. Das Rete. Buvere. Bereite. Heiße? So, warte. Der hat mich komplett rausgebracht. Ich muss zugeben, das hat er gut hingekriegt. Gebe ich zu. Wo brauche ich denn hier ein beschissenes Dorfzentrum? Hier ist ja alles kacke. Da oben wäre gut gewesen, egal. Heiße? Heiße? Alter, nur 3 von euch. Ja. Ist das denn so schwierig? Hey, ja? Heiße? Ich könnte kotzen, Alter. Ich gebe dich einfach auf, ne? Ich schwör's dir. Also, ich gebe zu, das macht er wirklich gut. Aber ich bin auch einfach nur dumm wie ein Stück Scheiße, Mann. Das kann doch nicht sein. Jetzt stimmt wieder einer. Hey, das ja? War. Heiße? Das ich soll. Das war. Buvere. Rete, ja, Boah, Junge, meine Fresse! Hey, ja! Weißt du, was mich ankotzt? Nicht, dass er das gerade hinkriegt. Mich kotzt es an, dass ich so scheiße spiele. Meine Güte! Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich krieg gerade meine komplette Dingens nicht hin. Rete, ja? Jetzt mach doch bitte das, was ich hier irgendwie möchte, Gehirn. Bitte! Das hab ich gerade komplett gekillt, alles hier. Das hab ich so verdient, weil ich am Anfang genervt habe bei ihm, ne? Rete, ja,
Vor allem, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Es regt einen nicht auf, dass man verkackt. Es regt einen wirklich nur auf, dass man selber so dumm ist. Das ist das Schlimme. Das ist ja so nervig. Ja, dass ich soll. Überall eigentlich. Oh, ich hab das so verdient eigentlich, ne? So verdient. Naja. Ouvert. Hey, ja. Boah. Ouvert. Bereit. Ouvert. Hey, ja. Ja, das ist ja, das ist so. Hey, ist das auch Ouvert. So. Bereit. Das war heiße. Ja. Heiße. Das war. Kann doch nicht so schwierig sein. Bereit, ja. Ich hab nur einen Holzfäller, ein bisschen komplett behindert. Holzer. Ist allein Gold? Nein! Das kann doch nicht sein! Ja. Bereite. Hey, ja. Was tue ich denn, Mann? Scheiße, Mann. Hey, Rete. Rete. Ach, bin ich denn dumm? Das kostet noch 275. Holzer. Bereite. Ja. So, ich komme jetzt ein bisschen rein hier, das ist kein Problem. So, generell mal jetzt hier über die Hotkeys vernünftig setzen. Ich muss hier wieder ein bisschen reinkommen. So, langsam wird's hier aber wieder. Meine Fresse. Hey, ja. Hey, ja. Kann doch nicht sein. Ach, die einen immer noch rum, ja, starke Leistung. Das ist Holz wieder leer, Klassiker. Das ist Holz. Oh mein Gott. Ja, ich habe einfach nur richtig schlecht gespielt. Das kotzt mich so derbe an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so ärgerlich. Ja. Ja. Wo ist denn dein Dorfbewohner bei? Heise? Hey, der ist in der Hotkey mit drin, Leute. Bereite. Dies war. Ja. Heise? Bereite. Ja. Das ist so. Dies war. So. Heise? Hauber. Nee, ist okay. Der kommt halt rein. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann, weil das Tor schräg war. Ja, weißt du was, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Weil das Tor schräg war, das kannst du keinem erzählen, das ist doch dumm. Da kann ich ja nicht mal was für, Mann. So ein dummes Dreckstor, ach, weißt du was, das ist mir... Boah, Alter! Boah, Junge, Junge! Die Runde ist wirklich anstrengend, bin ich ehrlich. Weil der wirklich gut ist und ich einfach nur dumm wie Behinderter bin gerade, ey. Sorry, das sollte man eigentlich sagen, aber mir geht's gerade richtig auf die Nerven, weil ich alles verkacke, was man verkacken kann. Es ist so nervig gerade. Meine Güte, was tue ich denn auch? Ich verstehe es nicht. Wieso tue ich nicht mal irgendwas richtig? Es ist... Ah! Mann! Heise? Ja, Holzer, Sucher. So. Das ist okay. Heiße, dies was ich so. Das ist okay. Heiße, Holzer. Zack, zack. Ja, das war Buwere. Nicht eilen, Jungs, bitte. Das ist ja. Wieso stehen denn alle so dumm rum? Was ist das denn? Ja. Jungs, bitte, mir jetzt alles. Katastrophe. Hilfe, hier ist alles kaputt. Oh, ist schwierig. Ich verkacke hier gerade alles. Ich muss auch Stein hacken, aber ich weiß nicht wie, wo, wann. Hilfe. So, wir machen noch ein paar Hilabadiere. Gar kein Problem. Ich habe auch keine einzige Reliquie, nur die in ihr gesaved ist. Ich muss mir dringend eine Reliquie holen. Warte, ich brauche jetzt mal kurz. Du müsst safe dahin gehen. Jetzt eilen hier schon wieder welche rum. Ich pack es nicht, Alter. Du machst das da, danach machst du eine Universität. Was ist denn das jetzt hier? LOL? Ja. Wie bist du denn das?
Hä, warum ist denn das hier eigentlich nicht im Hotkey mit drin? Och, ich, oh nee, jetzt, oh, das geht ja immer weiter hier. Schwierig. So, wir müssen uns nicht Reliquie kriegen, weil sonst haben wir hier echt ein Problem. Okay, okay, jetzt beruhigt sich die Lage wieder alles. Der kommt gleich mit einer riesen Armee an. Da muss ich vorbereitet sein. Ich werde auf die Fresse kriegen, das werde ich jetzt schon. Da wäre eine Burg ganz gut wegen dem Dorfzentrum und alles. Ich muss das eigentlich wieder rausholen, indem ich mal ganz kurz vielleicht ein bisschen Stein kaufe. Nur ein bisschen, ja? Das mache ich mit Absicht, weil ich brauche gleich dringend eine Burg. Ja, wo wäre? Heise, Rete, bu wäre. Bereit, oh, das ist natürlich ungünstig. Hauber. Hey, ja? Aber wobei, nee, nicht das. Hey, ja. Ich soll. Wir machen das. Heise? Ja. Okay, okay, er will den machen. Verstehe ich. Das ist okay. Ja, Rete. Ja. Das ist okay, das ist okay, ist okay, ist okay. Bereite, heißt das ich soll. So, dann machen wir einen Rambock. Heiße, einen erreicht er theoretisch schon. Ja, das ich soll. Bereite, so, einkassieren. Das ich soll. Rete. Schnell Zeug holen. Rete. Reinpacken. Hey, Rete. Ihr macht gerade mal ganz kurz gar nichts. Ja. Ja, ja, dies war. So, einfach mit ran da. Das wäre richtig dumm, was ihr gerade tut. Und ihr seid auch dumm wie Scheiße. Es ist unfassbar. Ich arbeite nur mit Idioten zusammen. Ich arbeite hier nur mit Idioten zusammen. Es passt doch alles nicht hier. Hey, Alter. So. Heise, Heise, Bereite, Heise, Randa. Ja, das ich soll. Dies war, ja. Und rein da. Aber wo laufen die denn wieder lang? Streetet, Zerstürme. Ja, ja, das ich soll. Kann doch nicht. Ja, dann sterbt halt. Das habt ihr so verdient. Ihr seid doch dumm wie Scheiße. Ja. Lauf doch halt mal vernünftig still. Was ist das denn? Bereite. So, Randa. Ja. Bereite, dies war, ja. Heise. So, das ist okay. Bereitet. Ah, Schrecke ist nicht ungünstig, bin ich ehrlich. Das ist dumm gelaufen. Schade. So. Vielleicht kann ich dadurch einen Vorteil rausholen. Heise? Ich werde eine Burg da auf den Hügel setzen. Das Stein und so. Ja. Ich muss aber leider trotzdem einmal Stein kaufen, so leid es mir auch tut. Das hilft nichts. Ja, bereite. Ja, das ist so. So. Ja, du wäre. So ist fein, so ist fein, so ist gut. Da schieße ich zurück. Um 12 wird zurückgeschossen. Putz. Rein da. Tritten. Okay. Hey, Flickmann. Schnell reparieren. Mehr Sichtweite. Ja. Flickmann. Flickmann. Hey, das ist soll. Buwer. Hey, das ist soll. Ja, das wollte ich machen. Danke. Hey, ja. So, da geht er oben Holz hacken. Ich weiß nicht, was ich tun soll gerade. Am besten machen wir Langschwertkämpfer. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das war. Machen wir. So. Hey, Sigmann. Ja, das ich soll. Bereite. Gar kein Problem. Hey, Sigmann. Ja, das war ich soll. So. Alles easy. Du wäre, das ich soll. Hallo, ich drück doch jemand diesmal bitte. Du wäre, bereite. Du wäre. So, jetzt schnell draufhauen. Direkt ein Tribok reicht erstmal.
Hey, ja. Ja. Flickmann. Gebure. Hey, ja. Wer? Ja. Räte. Wer doch verwunder? Heise. So. Wir machen halt ein paar Nahkämpfer hier rein. Boah, wenn ich das noch drehe, ne? Ich schwör's euch, dann hätte ich da ja wirklich gewonnen, du Alter. Räte. Kann doch nicht so schwer sein, da irgendwie hinzuhitten. Na dann wenigstens da rein, komm. Ja, das ist soll. Buwere. So, nochmal ein paar Kasernen da unten hin. Und dann ein paar Wohnhäuser. Buwere. Heiße? Ja, das ist soll. Ja, das war. Das ist soll. Buwere. Ja? So. Buwere. Buwere. Mehr Felder. Berete. Buwere. Heiße? Das war. Buwere. Zack. Da kommen sie, das habe ich mir schon gedacht, wie gesagt. Meine Mangel ist irgendwie weg. Weil ich immer nicht aufgepasst anscheinend. Räte. Buwere. Ja, das ist toll. Buwere. Oh, hoppala. Hey, Buwere. Ja, das war. Buwere. Der Räte war heiße. Streetet. So, jetzt schlägt Gegenstand gegen diese Burg, weil jetzt denkt, er kann reinkommen. Gleich. Ja, ja, das ist so. Heiße. Das war. So. Wieso ich denke, ist das nicht markiert? Ich habe doch auf den 3 gesetzt, Mann. Ich drücke jetzt in Hotkey, passiert nichts. Der Reiter. So, er muss jetzt umswitchen. Hey, ja. Buwere. Der Reiter. So. So, rein da. Der Reiter. Das ist toll. Holzer. So. Ihr geht bitte an Gold. Buwere. Heiße? Das ist Buwere. So, rein da. Ja, lasst ihn ruhig sterben, das ist okay. Gar kein Problem. Easy. Reite, Mann. Buwere. Ja, Buwere. Hey, ja. So. Das nicht baiten lassen. Ja, das war. Das ist das war. Zack, zack. Bereit, ja. Das ich soll. Buwere. Gebure. Nein, ich krieg zu viele Hotkeys. Buwere. Buwere. Ja. Buwere. Buwere. Heiße? Buwere. So. Gebure. Ja. Flickmann. Ja. Flickmann. Gebure. Hey, Gebure. Ja. So. Bereit. Defensive Burg. Heiße? Gebure. Hey, ja. Also. Bereit. Gebure. Zurück in die Arbeit. Mehr Triebocke. Ja, ja, das ist so. Ja. Ja. Boah, bin ich ein Profi, Alter! Göttlich! So, das reicht ganz kurz. Machen wir mal ganz kurz ein paar davon. Hauptsache, wir gehen auf den Sack. Er muss jetzt reagieren. Ja. Gebure. Buwere, Gebure. Das machen. Gebure. Ja. Zurück an die Arbeit. Ja. Botkin pfeift die Burg gleich, nur für Sicherheitsding so. Mehr davon. Zack, Helebardiere ist auch gerade ganz wichtig und ganz wild hier. Sasa. Das ist soll. So, und Reinhard, zumindest die Mangen sterben jetzt. Gut. Das brauchen wir alles nicht. Zurückgehen. Ihr werdet gerade nur weggesniped, das ist egal, aber die Burg wird sterben, das reicht mir. Noch einen davon. Mehr davon. Ja, das ist so. Das ist so. So, du reparierst da kurz, genau. Lass dich ruhig wechseln, alles okay. Das ist eh fast nur Trash, bis auf die paar Schwertkämpfe, die dazwischen sind. So, schön da drauf haben. Wenn das mich fällt, dann können wir hier besser reinkommen. Du denkst natürlich, hier ist offen, aber hier ist nicht offen.
So eine schöne Burg, mein Freund. Heise? Ja. So, und rein. Einfach rein. Ja, da kommst du nicht rein. Ist dumm gelaufen, wa? Ja. So, ihr sammelt jetzt da bei den Sicherheitsdingen so ein bisschen. Du gehst da drauf. Sehr gut. Ich drehe das Ding hier gerade ein bisschen um. Zumachen. Zumachen. So, Helvadiere gegen seine Ritterzeit-Units. Alles easy. Das da rein. Nein, der nicht. Stattdessen machst du bitte das hier. Huskats können darin erschaffen werden. Dann brauche ich einen neuen Marktplatz, bitte. So. Mit 110 Dorfbewohner bin ich mehr als zufrieden gerade. Seine Angriffsstellung ist gefallen. Wir müssen schnell gegenschlagen. So, den Rest lassen wir jetzt hier unten stehen. Das kann er ruhig machen. Tribocke sind die zwei. So, bitte weiterarbeiten. Nicht rumeideln hier. So, ist gut. Machen wir ganz die Forschung nebenbei. Habe ich mich komplett verpeilt irgendwie. Das war schön. Er hat sich so stark auf die Ritterzeit konzentriert und hat auf die Fresse gekriegt. So, jetzt drehen wir mich den ganzen Punkt immer ein bisschen um. So, du machst noch ganz kurz das letzte Gebäude da kaputt. Nein, nicht das. Lol. Ich wollte 4 drücken. Nein, wobei. Warte mal. Mach erstmal den hier. Da drauf und da drauf. Du gehst da drauf. Erstmal die ganzen anderen Gebäude so. Ja. Ein Teil geht da hoch. Die anderen bleiben hier unten. Das ist okay. Das Ding ist kaputt. Du gehst jetzt mal ganz kurz dahin. Ich kann das Gebäude nicht angreifen, sonst wird da irgendwas mit sein. Er macht eine Riesenmauer, macht der. Interessant. So, du machst am besten noch ein Feld, weil Nahrung ist immer ganz gut. Hey, ja. Ja. So. 4, 5, 6, 7, 8. Da, wo es halt hinpasst, ist mir jetzt gerade egal. Nein, ich wollte auch irgendwas machen. Ich hab's aber vergessen. So, da drauf. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Bereite. Hey, ja, dies war, dass ich soll. Ja, dies war, ich soll. Ich gebe ein bisschen mit. Dies war, dass ich soll. Perfekt. Bereite, dass ich soll. So, direkt Elite-Kämpfer machen und noch ein bisschen Trash und mehr davon. Ja. Und rein da. Ja, dass ich soll. Dies war, so, rein. Heiße? Bereite, dies war, dass ich soll. Ja, das kannst du vergessen. So, und aufbauen. Du kommst mit nach da unten, bitte. Jetzt bin ich mal dran, Kumpel. So, warte ganz kurz eben noch. Was machen wir? Das ist okay. Zack, zack. So, mein Freund. Jetzt sind sie dran. Jetzt kommen ganz viele Elite-Kämpfer. Alter, dass ich das noch gedreht habe, ne? Es ist unfassbar, Alter. Also ich würde sagen, jetzt habe ich es auch verdient. GG, Mann. In Caps aus Versehen. Alter Vater. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, ich weiß, er hat das gut hingekriegt. Also er hat das wirklich gut gemacht, also Respekt dafür. Er hat das wirklich gut hingekriegt, mir auf die Nerven zu gehen. So sehr, dass ich mich selber, habt ihr mitbekommen, so angepisst bin, weil man selber verkackt mit egal welchen Hotkey und jeden anderen Scheiß, das regt einen selber einfach nur auf. Aber prinzipiell gesehen, muss ich sagen, habe ich das doch relativ gut gerettet und eigentlich, also bis auf diesen paar Raids, die mit den leichten Kavallerie war, gerade die ganzen Hauptangriffe, habe ich gut gehandelt. Auch als er hier fast durchgebrochen ist, dann direkt einen Gegenangriff zu machen, das war dann für ihn so der Punkt, oh, Seitenangriff, was? Hat sehr gut funktioniert. Wieso sind eigentlich die ganzen Reliquien nicht eingesammelt worden? Hab da oben stehen eine Relique gesehen. Ist irgendwie gestorben? Hab ich gar nicht mitbekommen. Oder? Oh, wird wahrscheinlich gestorben sein. Ja, dumm gelaufen. Egal, geht auch ohne.
Der hat ja nicht mal seine eingesammelt, also auch das nicht. Okay, er hat auf jeden Fall Zeug hier stehen, einiges. Die Felder sind sehr random platziert. Da hat er wahrscheinlich einfach hingespammt. Alter, die sind ja wirklich übelst random platziert. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Einfach überall eine Weltgeschichte verteilen hier. Ansonsten hat er sein komplettes Militär, also richtig auf die... Der hat doch jetzt keinen einzigen Soldaten hingestellt, als ich angegriffen habe, ne? Der hat sich wirklich, nachdem der Angriff verkackt hat, da hat er aufgegeben. Aber das ist halt das Ding so, ja? Auch wenn ich da ab und zu dann so richtig aufrege und so... Ich reg mich ja nur über mich selbst auf, ja? Nicht über irgendwas, was die anderen Leute machen oder über Spiele oder sowas, dann nur, wenn es wirklich unfair ist. Und das kommt bei manchen Kampagnen nur vor, ja? Ansonsten so wirklich hier sowas, selbst wenn ich verloren hätte deswegen, ja? Dann hätte ich es halt verdient, weil ich dumm gespielt habe, ja? Also das sind immer so Punkte, ist die Einstellungsweise, wie man so ein Spiel rangeht, ja? Und man sieht ja auch an dem hier perfekt, aufgeben bringt dir halt gar nichts. Außer du weißt wirklich, deswegen auch diese eine Runde, wo ich auch verloren hatte, falls ihr das irgendwie dann noch wisst, so. Da habe ich ja auch wirklich bis kurz vor Ende noch versucht, irgendwas zu drehen. Weil man weiß ja nie, vielleicht klappt da plötzlich so ein random Spam plötzlich. Aber alter Vater, das hat richtig gut funktioniert. Weil das, damit hat er nicht gerechnet, dass ich dann plötzlich von oben mit dem Triborg ankomme. Die Imperialzeit hat ihn komplett hops genommen. Komplett. Da kam er nicht mehr hinterher. Ich denke mal, weil er so viel Gold da reingesetzt hat, mich anzugreifen. Und die Burg war auch... Also die, bin ich ganz ehrlich... War klug, weil die weit genug weg war. Ich glaube, ich wäre zu greedy gewesen. Ich glaube, ich hätte hier einen Versuch zu bauen, weil da ein Bügel ist, wollte ich sagen. Ein Hügel oder ein Berg ist. Geil. Ich muss übrigens sagen, die Goten sind eins meiner Lieblingsvölker. Immer schon gewesen. Deswegen spiele ich die auch so häufig. Ist einfach nice. Dass ich ja keinen einzigen Soldaten jetzt zur Verteidigung hatte, nachdem ich ihn besiegt hatte, das hat mich jetzt irgendwie gewundert, ehrlich gesagt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gott sei Dank konnte ich das noch drehen, ey Junge. So, plus 37 Sprünge, super. Wir kommen zu den 1100 langsam. Sehr edel. 1093 haben wir, super. Und was hatten wir für einen Gegner? Den guten Gimp, ne? Hat 55% Siege, Wertung 878. Spielt mehr im Team als in Zufallskarten. T90, ist das jetzt der Clan-Tag darunter? Ja, ne? Ist er vielleicht bei T90 Official dabei? So, auf jeden Fall... bin ich doch ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ansonsten auch wieder hier überall Sterne, das sieht man gerne. Reimt sich sogar. Getötete Einheiten hat er mehr. Aber wie gesagt, das ist halt auch okay als Gote, finde ich. Gefallene Einheiten. Ja, ne? Er hat sich schon wieder drei selbst getötet, Klassiker. Abgerissen. Junge, dasselbe hier. So, abgerissene Gebäude. Okay. Aber er ist trotzdem, also ich will ganz echt zugeben, er hat schon richtig Druck gemacht. Also, das muss ich ihm lassen. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Mango-Dice, nicht so viele von den Lanzenrettern da erwartet. Gerade in der Ritterzeit, dass er da direkt auf Mango-Dice reingeht, so. Aber ich denke mal, vielleicht hat er Angst gehabt von den Huskarls oder so, weil die hätte ich ja auch spammen können dann, theoretisch. Weißt du? Das ist schon geil. Ich finde das Volk übelst nice. Naja, ja, hier Gebäude, so bla bla, ne? Hier großes Heer. 25 ist nicht viel. Aber zu dem Zeitpunkt des Spiels war es aber auch okay von der Zahl her, finde ich. Wirtschaft, deutlich mehr Nahrung gesammelt, knapp 8000. Holz, mehr als das Doppelte gesammelt, obwohl er meine Holzfälle abgefuckt hat wie sonst was. Ja. Steine, hat er mehr, aber ist okay, seine Burg ist gefallen. Warte mal, der 2000 Steine und nur eine Burg gebaut? Okay, das verwirrt mich wirklich. Gold habe ich deutlich mehr als er gesammelt, über 3000. Technologie... Stellen eine Feudalzeit. Das habe ich übrigens echt gewundert, ne? Wieso ich, obwohl er mir so auf den Sack gegangen ist, überall deutlich schneller war als er. Aber deutlich schneller. Imperialzeit hat er nicht mehr erreicht. Allein hier, das sind 5 Minuten 24. Das ist voll viel eigentlich. Also ich würde sagen, rein zeitlich gesehen hat er übelst reingeschissen. Dafür war der mit dem Druckaufbauen sehr gut. Ich war mit dem Druckaufbauen am Anfang quasi gar nicht vorhanden, außer ein bisschen mit dem Speer kurz rumgespielt. Ansonsten, aber ich finde, insgesamt war schon gut. Karte 99%. Ich meine, ist ein unnötiger Wert, aber trotzdem nice. Ja, Zeug halt. Warum ist das eigentlich, wenn hier steht im Prozent, nicht einfach mit Prozent dargestellt, so als eine Frage? Gesellschaft. Burgen hat er nur eine gebaut. Das wundert mich übrigens wirklich übelst, weil er halt 2000 Steine hatte. Der hätte locker 3 bauen können, aber keine Ahnung. Relik hätte eigentlich auch machen müssen, weil der ist Mongole, der muss doch Mangudais raushauen. Mit einer guten Gruppe Mangudais ist eigentlich als... Also das ist doch eigentlich das, was du machst mit Mongolen, oder nicht? Naja,
Reliquien haben wir beide irgendwie reingeschissen, weil bei mir ist halt der Mönch gestorben, glaube ich. Egal, habe ich jetzt in dem Fall zum Glück nicht gebraucht. Bevölkerung hat er 99 Stück gehabt und trotzdem war der so langsam. Hey, warte mal, ich habe doch jetzt noch übelst viele Ressourcen übrig, oder nicht? Ich muss ja auch schon einiges verkaufen, da brauchst du gespammt. Da sind dann nochmal locker 40 in der Warteschleife drin. Doch, nee. 10, 20, ja, doch ungefähr. Dann frage ich mich doch echt, wo sind denn seine ganzen Rohstoffe hin? Ich meine, Holz und Nahrung ist ja eine Sache, aber allein die Steine und so, also komisch. Egal. Ansonsten, nice. Ich würde sagen, war eine sehr geile Runde. Perfekt, dann danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.